Guten Abend, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Studierende, Mädchen, so der Titel der Poetikvorlesung von Theresa Präauer. Ah, jetzt, jetzt hört man mich besser. Im Namen des Literaturhauses und des Deutschen Seminars der Universität Zürich möchte ich Sie ganz herzlich zur zweiten Poetikvorlesung 2021 begrüßen. Mein Name ist Gesa Schneider und ich bin die Leiterin des Literaturhauses. Die Poetikvorlesungen werden, ich möchte kurz daran erinnern, seit 1996 vom Deutschen Seminar organisiert und finden seit 2000 hier im Literaturhaus statt. Dieses Mal werden sie auch gestreamt und ich möchte sehr herzlich die zugeschalteten Zuschauerinnen begrüßen. Autorinnen und Autoren der Poetikvorlesung waren, um nur einige zu nennen, Hertha Müller, Lukas Berfuß, Marcel Bayer, Sibylle Witscharoff, Wegel Sebald, Dos Grünbein, Franz Hohler, Brigitte Kronauer, Aris Fioretos, Katrin Rögler, Marion Poschmann, Christoph Ransmeyer, Sascha Stanisic, Melinda Nancz-Abonji und letztes Jahr Madame Nielsen. Morgen zur Info finden die Werkstattgespräche am Deutschen Seminar statt, an der Schönberggasse, 9 von 10 Uhr bis circa, 10:15 Uhr bis ca. 12 Uhr. Was bisher geschah. Das ist jetzt ganz schwierig. Ich habe nur einige Stichwörter rausgesucht. Anfänge. Mädchen als Thema, als Wort, als Projektionsfläche. Ilse Eichinge rückwärts blickend. Jetzt darfst du wieder mit den kleinen Brüdern spielen. Bälle um zu fliegen. Das Wesentliche ist außen. Ganz sichtbar versteckt. Wir haben ein Leseglück geteilt. Sich einen Namen geben. Wir waren Mädchen, die sich Bubennamen gaben oder Buben, die sich Mädchennamen gaben. So genau weiß ich das nicht mehr. Grimmwörterbuch. Macht, Großstadtmädchen, eine Gruppe von fünf Mädchen, ein Junge vom Universum geschickt, dunkelblauer Pyjama mit Sternen, er sitzt auf dem Teppich, Playmobilfiguren, Gummiball mit Alufäden. Irgendwann würde ich einschlafen. Ich errichte ein Schlachtfeld. Der Gummiball springt durch meine Gedanken. Flummi, der fliegende Gummiball. Ich liege gefesselt auf dem Teppichboden. Nutzen und Spiel bilden eine magisch ernste Schnittmenge. Es geht immer auch ums Schreiben. Name des Vaters Fifi. Ich habe nie geglaubt, dass Sprache nichts als Spiel ist oder dass ihre, Sp dass ihre Spiele nicht ernst wären, der Wirklichkeit nachgereiht. Tagebuch eines halbwüchsigen Mädchens. Butterbrot, Taschenmesser, Mütze mit angesteckter Pfauenfeder. Mackenzie, Brianna, Tyler, Bubu. Why can't I just be myself? Steine aufwälzen und schauen, was darunter ist. Das ist jetzt eine sehr grobe Zusammenfassung. Bevor wir Theresa Präauer zuhören, möchte ich auch Salome Meyer und Philipp Theison ganz herzlich danken für die sehr gute Zusammenarbeit. Sie sind verantwortlich von Seiten der Universität für die Organisation der Poetikvorlesungen. Und ich danke herzlich der Buchhandlung Kalligramm für die Ausrichtung des Büchertischs. Und jetzt möchte ich kurz Davide Girato vorstellen, der wiederum Theresa Präauer einführen wird. Er ist Professor für Neuere Deutsche Literaturwissenschaft an der Universität Zürich. Seine laufenden Forschungsprojekte sind unter anderem die kritische Robert Walser-Ausgabe und die kritische Ausgabe oder kritisch historisch historisch kritische Edition ausgewählter Briefwechsel von Johann Kaspar Lafferter. Und er hat dieses Jahr auch es ist auf Englisch erschienen letztes Jahr auf Deutsch das Buch Grenzenlose Bestimmbarkeit Kindheiten in der Literatur der Modernen auf Englisch infinitively infinitely Infinitely Determinable Children and Childhood in Modern German Literature. Und hiermit übergebe ich ihm das Wort. So. <laughs> Sehr geehrte Damen und Herren. Liebe Theresa Preauer, liebe Gesa Schneider, Robert Walser ist genannt worden und damit fängt es an. Für den Schreiber dieser Zeilen, so Robert Walser an den Redakteur Max Riechner im Jahre 1927, für den Schreiber dieser Zeilen gab es nämlich einen Zeitpunkt, wo er die Feder schrecklich, fürchterlich hasste, wo er ihrer Müde war wie ich es Ihnen kaum zu schildern im Stand bin. Wo er ganz dumm wurde, so wie er sich Ihrer nur ein bisschen zu bedienen begann, und um sich von diesem Schreibfederüberdruss zu befreien, fing er an zu bleistifteln, zu zeichnen, zu quetterlen. Für mich ließ es sich mit Hilfe des Bleistiftes wieder besser spielen, dichten. Es schien mir, die Schriftstellerlust lebe dadurch von neuem auf. Wer hier redet, ist der Autor der legendären Mikrogramme, also jener 526 Blätter, die Walser zwischen 1924 und 1933 in einer von bloßem Auge nicht lesbaren Kleinstschrift beschrieben hat und die sicherlich ein Unikum der deutschsprachigen Literatur darstellen. Mithilfe des neuen Schreibgeräts habe es sich wieder besser spielen. Dichten lassen, so sagt Walser. Er habe damit angefangen zu bleistifteln, zu zeichnen, zu quatterlen. Wie Walser dann am Ende des Briefes an Riechner festhält, habe er mit dem Bleistift sogar knabenhaft wieder schreiben gelernt. Mit diesem Hinweis auf Robert Walser, meine Damen und Herren, folge ich einer Spur, die Philipp Tyson in seiner Besprechung von Theresa Preauers im vergangenen Jahr. Erschienenen Buch Das Glück ist eine Bohne, gelegt hat. Beim Blick auf Präauers Poetik des Marginalen, so Tyson, fühlt sich der Rezensent nach der Lektüre an Robert Walser erinnert und damit, so Philipp, an ein Erzählen am Graphem entlang, dem das Schreibmaterial, das Papier, mindestens genauso viel bedeutet wie die Schriftspur darauf. Diese Intuition scheint mir besonders zutreffend und ich möchte sie hier noch ein bisschen weiter verfolgen, nicht allzu lange, keine Sorge. Nicht nur ist das Augenmerk für die Materialität von Schreiben, Schrift und Sprache, die äh, also Preauer mit Walser teilt, auch sind es mindestens zwei weitere Momente, die man im Verweis auf den Brief an Richner hervorheben kann. Zum einen ist da die ursprüngliche Verwandtschaft von Schreiben und Zeichnen, die Walser an anderer Stelle seine Mikrogramme nochmals hervorhebt. Ich zitiere, das Schreiben, das Schriftstellern scheint mir vom Zeichnen abzustammen, so sagt er. Damit wird eine Zone der Indifferenz zwischen Literatur auf der einen, Grafik und Malerei auf der anderen Seite, zwischen Wort- und Bildkünsten thematisch. Eine Verwandtschaft, von der man sagen kann, dass sie auch den Werdegang von Theresa Präauer geprägt hat. Denn wir haben es hier mit einer Schriftstellerin zu tun, die nicht nur Literatur und Malerei gleichermaßen studiert hat, sondern die auch als bildende Künstlerin tätig ist, wenn auch sich der Schwerpunkt nach und nach zur Wortkunst verlagert hat, wenn ich nicht irre. Zum anderen ist da die enge Verbindung von Dichten und Spielen die sich bei Walser in einem ausgeprägten Interesse an Kindern und kindlichen Figuren zeigt. Von diesen Kindern muss man wohl sagen, dass sie irgendwie seltsam sind und sich nicht so recht den gängigen Vorstellungen fügen. Sie haben nichts wirklich Wildes oder Naives an sich und wo sie spielen, meinen sie es tierisch ernst. Jedenfalls wird die Figur des Kindes bei Walser als ein Wesen in Szene gesetzt das den gesellschaftlichen Konventionen fremd gegenübersteht und als Reflexionsfigur auf Walsers eigenes Schreiben verstanden werden kann. Denn es ist dies ein Schreiben, das keinen festen Ort besitzt, weder in der Gesellschaft noch in der Sprache. Fortwährend unternimmt es den Versuch, aus der Perspektive eines Kindes neu schreiben zu lernen, einen neuen Anfang zu machen. Das war eines der Themen letzte Woche. Nichts Geringeres meint das Verb «quatterlen» bei Walser. In diesem Verständnis von Kindheit, als eine Figur durch die gewohnte Sprach- und Wahrnehmungsmuster mit spielerischem Ernst durchbrochen werden, sehe ich einen prägnanten Konvergenzpunkt zur Dichtung von Teresa Präauer. Und ich erlaube mir vielleicht zu behaupten, dass sie auf ihre Art auch quetterlet. Nicht von ungefähr stehen in ihrem Erstlingsroman für den Herrscher aus Übersee zwei Kinder im Vordergrund, aus deren Perspektive die Geschichte erzählt wird. Das Wesentliche dieser Perspektive ist aber nicht, dass sie einen alternativen Standpunkt darstellt, einen Standpunkt der Naivität etwa, durch den die Welt der Erwachsenen romantisch konterkariert oder kritisch hinterfragt wird. Das Wesentliche der literarischen Kindesperspektive bei scheint mir vielmehr, dass sie keinen festen Standort besitzt. Hier ist alles in Bewegung und ohne festen Ort, und zwar so, dass auch die Lesenden nicht immer genau wissen, wo sie sind. Daher die Obsession für das Fliegen, das diese Poetik der mobilen Perspektive im Bild der poetischen Anschauung vor Augen stellt. Im Zeichen des Fliegens, so kann man wohl sagen, geht es bei Präauer um eine Kunst der permanenten Entortung und damit um den Versuch, sich von kulturellen Festlegungen, Normen und Bestimmungen momentan zu lösen, um offen für neue Möglichkeiten und Sichtweisen zu werden. Die Figur des Kindes scheint mir das Emblem dieser permanenten Entortung. Im Erstling zeichnen sich die beiden Kinder im Wesentlichen dadurch aus, dass sie gar kein festes Wesen besitzen. In einem mobilen, gleichsam schwebenden Schwellenreich, zwischen kindlicher Dingwelt und symbolischer Ordnung zwischen den festgefügten Regeln der Erwachsenen und dem offenen Raum der Kindheit sind sie ständig in Bewegung philosophisch gesprochen kann man sagen dass sie nicht sind sondern werden wir sind es gewohnt diesen modus im pädagogischen Wert des lernens zu beschreiben und so wird es auch in für den herrscher aus übersee beschrieben also es heißt dass die beiden kinder das fliegen von ihrem großvater wie eine hohe kunst erst erlernen müssen. Aber was interessiert ist nicht das Ziel, sondern der Prozess des Lernens selbst, in dem sich die fortwährende Entortung am reinsten realisiert. Die Kinder müssen nicht nur lernen zu fliegen, sie müssen auch lernen zu lesen, wie es bei den Postkarten von den Eltern evident wird, so wie sie die Buchstaben der Erwachsenen nur mühsam entziffern und mit einem Sinn verbinden können, so werden sie als Wesen fokussiert, die noch nicht in der Sprache angekommen sind und hier zeigt sich noch recht leise zwar, aber doch zum ersten Mal jener singende, heulende, lärmende Rand der Sprache, von dem die Autorin später in ihrem Essay Tier werden sprechen wird. Philipp Tyson hat in seinem einführenden Parcours vergangene Woche durch das Œuvre von Teresa Präauer schon ausgeführt, wie diese Kunst der Entortung eigentlich alle Werke von ihr prägt. Das brauche ich hier nicht zu wiederholen. Ebenso wenig das Interesse an Kinderfiguren, das äh, Theresa Preauer in ihrer ersten Poetikvorlesung immer wieder in den Vordergrund gestellt hat. Zum Abschluss möchte ich diesbezüglich nur noch einen Moment erwähnen. Auch dieses Moment hat etwas mit dem Quatterlen von Robert Walser zu tun. Nicht nur meine ich die Überblendung der literarischen Tätigkeit mit dem kindlichen Spiel, sondern auch die schelmische, aber ernsthafte Geste, mit der das in Szene gesetzt wird und die ich bei Präauer wiederzuerkennen meine. Bei Walser gibt es in den Mikrogrammen einen Text, der von einem kleinen Buben handelt, wobei man sagen muss, dass Walser's Kinder geschlechtlich eigentlich nicht festgelegt werden können, und die binären Logiken der Erwachsenen immer wieder durchkreuzen. Im Text wird dieses indefinite Wesen der Schlingel genannt. Der Schlingel macht sich ein Vergnügen daraus, sich in alten Kisten auf dem Dachboden zu verstecken, zur Verzweiflung seiner Eltern, die ihn nicht finden können und darüber schier den Verstand verlieren. So wie sich der Schlingel dem Zugriff der Erwachsenen entzieht, so entziehen sich auch Walsers Texte gängigen Festlegungen und Zuordnungen. Es ist ein schelmisches Spiel, das sie mit uns Lesenden treiben, wenn sie uns auf die Suche schicken, ohne dass es da etwas Substanzielles gibt, was gefunden werden könnte. Walser sagt dazu, es ist eine Freude des Verstecktseins, die ausschließlich eine Bubenvergnügtheit ist, die von den Erwachsenen nur mit Schwierigkeitsüberwindung Verstanden werden kann. Eine Bubenvergnügtheit also bei Walser, eine Mädchenvergnügtheit wohl bei Theresa auch. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Danke für die Einladung. Danke für die einführenden Worte. Danke, dass Sie heute wieder hier sind oder das erste Mal hier sind, dass ihr heute hier seid und wir uns morgen auch wieder im Seminar treffen werden. Das betrifft die Studierenden. Ich habe wieder meinen Rucksack aus Nairobi dabei. In Nairobi, in Kenia, gibt es nämlich auch eine Germanistik, ein germanistisches Seminar und ich war vor ein paar Jahren dort, um einen Workshop abzuhalten und auch zu lesen. Und ich hatte ähm, war mit mit vier jungen Frauen unterwegs, vier Studentinnen. Und äh, ich hatte nichts anderes im Sinn, als so einen bunten Rucksack zu suchen und ihn zu kaufen. Und die vier hatten keinen anderen Wunsch als also zumindest an jenem Nachmittag als äh, äh, im obersten Stockwerk eines Kaufhauses eine Schwarzwälder Kirschtorte zu essen in mhm. Nairobi. An das muss ich oft denken. ich versuche das gesamtwerk im blick zu behalten und äh, habe auch wieder texte und bücher von autoren mitgebracht, die meine assoziationen untermauern mögen. ja, ich habe ihnen Erzählt von einem kleinen Jungen letztes Mal, der mich unterstützt von einer Einsatztruppe aus Playmobil-Figuren in seinem Kinderzimmer auf dem Teppichboden gefangen hielt, sodass ich wohl oder übel Zeit hatte, darüber nachzudenken, wie es war, ein Mädchen gewesen zu sein. Ich hätte auch abhauen können, denn ich habe den kleinen Jungen nun einige Tage lang im Haus gar nicht gesehen. Er war ausgeflogen, war woanders untergebracht, erledigte wohl auch dort widerwillig seine Hausübungen, schrieb in riesigen krakeligen Buchstaben sogenannte Personenbeschreibungen in sein Heft. Seine Sätze besaßen nicht viel mehr als fünf bis sechs Wörter. Das musste reichen an Beschreibung, und an Besitz, sofern man die Golddukaten dazu rechnet aus seiner Schatzkiste, die Patronenhülsen, die Knochen von Tieren aus dem Garten und die Mineraliensammlung. Auch ich besaß als Kind eine überschaubare Mineraliensammlung und war stolze Besitzerin einer einmal im Jahr stattfindenden Mineralienmessen-Besucherkarte für interessierte Laien. Ich nannte unter anderen Steinen ein Stück Katzensilber mein eigen. Es schimmerte, wie es sich für ein kristallisierendes Mineral aus der Glimmergruppe gehört. Die regelmäßig angeordneten Blätter des Katzensilbers, auch Muscovit genannt, Tonerdeglimmer, Frauenglas, sind biegsam, spaltbar und schuppig. Sein Farbton ist Nostalgie. Wohl oder übel über das Mädchen nachdenken, sagte ich gerade eben. In meiner Erinnerung ist die Kindheit dabei eine Zeit, in der es oft gerade keine Rolle spielte, ob man denn ein Mädchen oder ein Junge war. Am wenigsten Rolle spielte es vielleicht gar beim Lesen und bei der Identifikation mit literarischen Figuren. Aber vielleicht gehört das auch retrospektiv zum Wunschdenken, möge es so idyllisch gewesen sein. Oder man wollte später bewusster eben alles für sich beanspruchen, keine Möglichkeit ausschließen. Schließlich klettern Mädchen auch auf Bäume. In beiden Fällen gibt es in Bezug auf das entschiedene Mädchensein ganz unterschiedliche, auch widerstreitende Kräfte, Beweggründe, Limitierungen, persönliche Tabus oder gesellschaftspolitische Forderungen. Es ist zugleich attraktiv wie auch unattraktiv dieses mädchen sein will ich es das wort mit all seinen assoziationen betonen oder will ich wie um den möglichkeitsraum möglichst offen zu halten es vermeiden wieso haftet dem mädchen so vieles an was als einschränkend wahrgenommen werden kann und wo ist der andere freiraum auch und gerade im kontrast zu den buben Mädchensein hat auch etwas zu tun mit Verleugnung oder Ablehnung von geschlechtsspezifischen Zuschreibungen, mit der entschlossenen Abgrenzung von einem bestimmten Mädchenbild aber auch. Und gleichzeitig hat es auch was zu schaffen mit dem Glimmer der Beobachtung der anderen Mädchen. Wie tun die denn eigentlich? Es hat zu tun mit Selbstzuschreibung ja selbst definition zwischen spiel und experiment mit einer rolle katzensilber und silberne katzen sind dabei als tierische begleiterinnen und mädchen klischees nicht unbedeutend genauso wie die pferde aus magazinen wie wendy oder gerade in jüngster zeit die regenbogenfarbenen einhörner und hier möchte ich das erste mal einhaken bei diesen einhörnern die mir Eben sehr stark unterkommen. Das sind oft ähm, jetzt auch weiße Plüschpferde mit diesem Horn und äh, der Schweif ist in Regenbogenfarben gestaltet und oft glitzern sie und haben vielleicht auch noch Flügel. Und die sind sehr beliebt, gerade bei Kindern und ich denke besonders bei Mädchen. Das scheint mir in letzter Zeit häufiger aufzutreten als Flamingos, beispielsweise. In der Kunstgeschichte gibt es immer wieder so eine Verbindung äh, von, das ist in der Renaissance beispielsweise die Jungfrau oder Maria dargestellt mit einem Einhorn, das äh, sich oder seinen Kopf und sein Horn in ihren Schoß gelegt hat und auf ihren Schoß breitet. Manchmal auch so die Vorderläufe. In der Mythologie heißt es, das Einhorn trage auf seinem Kopf unter dem Horn einen Karfunkelstein. Heute würde man dazu sagen, Granat, der alle Wunden heilen könne. Ein Mädchen, das Wendy liest und ein Mädchen wie aus Wendy, das wollte ich zu allen Zeiten keinesfalls sein. Was ist mir dabei aber vielleicht auch entgangen? Ich lese einen Pferdetext aus Das Glück ist eine Bohne, einen kurzen Ausschnitt daraus. Der Sonntag, an dem Black Beauty ausgebüxt ist, das war ein Sonntag, an dem mein Pferd ausgebüxt ist. Ein schwarzer Rapper, der Black Beauty geheißen hat. Man wird sagen, das sei der Name des Pferdes aus dem Fernsehen, aber mein Pferd hat schon vorher so geheißen. Und ich bin es leid, auf das Fernsehen angesprochen zu werden, wenn es um mein Pferd geht. Ich habe mir Black Beauty nicht ausgesucht. Ich habe Pferde nie gemocht. Ich bin auch als Kind kein solches gewesen, das Pferde mag. Es hat sich einfach ergeben, dass es bei mir untergekommen ist. So ist das vielleicht auch manchmal mit literarischen Motiven. Ich habe es aber, wenn es weiter hinten auf dem Hügel gestanden ist, gern beobachtet. Es ist richtig herumgestanden dort, hat sein Maul ins feuchte Gras gesteckt und die Sonne ist ganz tief gelegen am Horizont. Geradezu herumgelegen ist sie dort und hat Black Beauty im Gegenlicht noch schwärzer erscheinen lassen, als es in Wirklichkeit gewesen ist. Manchmal hat es an einzelnen Stellen geglänzt, dort wo sein Fell kurz gewesen ist und an anderen Stellen ist es rau gewesen und matt, auch war seine Mähne einmal verfilzt und ein andermal wie gelackt. Als ich es so in der Ferne habe stehen sehen, habe ich so etwas wie Zugehörigkeit gespürt, ganz vage. Vielleicht ist es aber auch Mitleid gewesen oder Wehmut. Ich habe ja nichts gehabt als das Pferd und ganz ehrlich, nicht vieles hat mir etwas bedeutet. Aber ab dem Tag, als es dann da gewesen ist, habe ich mir plötzlich nicht mehr vorstellen können oder wollen, wie es sein würde ohne das Tier. So ist das mit den Pferden, haben die Leute gesagt und gelacht und mir auf die Schulter geklopft. Ich glaube, sie sind froh gewesen oder schadenfroh, dass, es, dass auch ich mich nun um etwas habe kümmern müssen oder sorgen wenn die leute dann bei mir im zimmer gestanden sind und zum fenster hinausgesehen haben haben sie weiter hinten auf dem hügel black beauty grasen sehen sie haben erst oft auf den zweiten blick erkannt dass es ein wirkliches pferd gewesen ist am anfang haben sie noch gesagt es sei ein scherenschnitt oder ein lampenschirm oder ein schwarzer stern oder etwas wie eine mechanische ballerina aber doch um himmels willen kein echtes pferd Sie haben die Erklärungen richtig an den Haaren herbeigezogen, um es ja kein Pferd sein zu lassen, das da weiter hinten auf dem Hügel grast. Erst als Black Beauty an einem Sonntag fort war, haben Sie es mir geglaubt. Wir sind dann als Gruppe zusammen auf den Hügel spaziert und dort sind ja, wie zum Beweis, die Pferdeäpfel herumgelegen. So viele, dass es eine ganze Herbsternte ergeben hätte, wenn man Pferdeäpfel denn ernten könnte. Und wo an einzelnen Stellen schon der Schnee gelegen ist, da haben die Leute gesehen, dass schwarzes Pferdehaar sich auf der glitzernden Oberfläche in den Eiskristallen verfangen hat. Es hat ganz zarte Spuren dort hinterlassen, wie gezeichnet von einem sehr, sehr dünnen Eddingstift. Wir haben uns gebückt, um die Haare besser sehen zu können. Und ein paar der Leute haben gemeint, etwas an den Spuren ablesen zu können, wohin es geritten war und ob wir uns wieder sehen würden. Oder eben nicht. Doch ein Pferdetext in Das Glück ist eine Bohne und ein Text, der vielleicht auch so etwas zeigt, was in der ersten Vorlesung eine Rolle spielte. Also diese Reihe von Analogien, wo ein Bild ins Nächste überwandert durch Benennung. Ich vergleiche das auch. Gern vielleicht gar nicht mit so einem Morphing, sondern mit einer Serie von Dias, also von einzelnen Bildern, die so vor unseren Augen als Wörter und als Begriffe ablaufen und eben Zuschreibungen behaupten. Und wir sind eigentlich gezwungen, mitzugehen im Zuhören. Wir haben fast keine andere Wahl. Wer über das Mädchen nachdenkt, denkt über Anfänge nach. Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen betrifft das Bärensammeln im Garten. Auch das ist eine Anknüpfung an das Ende des ersten Vortrags. Ich habe mit dem Sammeln geendet von Schneckenhäusern und abgebrochenen Blumen. Mein Blick fällt auf die kleinen, weichen, runden Finger meiner jüngeren Schwester, darin rosafarben zermatscht die Himbeeren. Auf Fotos aus dieser Zeit tragen wir gesammelte Kleidungsstücke, geschenktes, getauschtes, gebrauchtes, vererbtes, das aufgetragen wird. Unsere Mutter hat eine Kompetenz darin entwickelt, die Farben, Muster und Schnitte unserer Flohmarktkleidung aufeinander abzustimmen auch das äh, eine Aussage über das Schreiben und über die Herkunft des Schreibens unsere Mutter hat eine Kompetenz darin entwickelt die Farbenmuster und Schnitte unserer Flohmarktkleidung aufeinander abzustimmen unser Vater setzte die Szenen gekonnt ins Bild zwei Mädchen mit Würmern in den Schürzentaschen jetzt ist das so eine Stelle im Text äh, eine erzählende Erinnerung an die eigene Kindheit und ähm, ich hoffe, Sie sind gedanklich mit mir mitgegangen und mit diesen Würmern in den Schürzentaschen. Dabei hatten wir gar nie Würmer und wir hatten eigentlich auch selten Schürzen an und die Schürzen hatten auch ganz selten Taschen. Es gibt Tausende dieser halb gestellten, halb spontan entstandenen Bilder vom Aufwachsen, einsortiert in Fotoalben, konsequent beschriftet mit dem Aufnahmedatum seltener mit knappen Hinweisen auf Gäste, Besucher, Orte und Landschaften. Meine Kindheitserinnerungen sind aus diesen Fotos gebaut. Die Bilder haben sich über die Erfahrungen gelegt, die in manchen Teilen in Vergessenheit geraten sind. Wenn ich über Kindheit geschrieben habe, dann waren es auch diese Kinderbilder, Mädchenbilder, die ich beschrieb während ich sie aus meinem fotografischen gedächtnis holte also nicht vor mir hatte sondern gedanklich vor mir hatte ein mädchen mit topffrisur schottenrock hosenträgern und rollkragenpullover das lachend über eine abschüssige wiese rollt und auch in diesem sommer ich sitze auf dem hügel zwischen meer und museum in humlebeck nördlich von oslo habe Louisiana wieder besucht, nachdem ich mit 20 Jahren auf Interrail das letzte Mal hier gewesen bin. Diesmal interessieren mich die Besucher und Besucherinnen fast ein wenig mehr als die Kunst, die dort zu sehen ist. Die Mädchen toben im Gras, sie sind nicht aufzuhalten. Louisiana ist so ein Ort, ähm, äh, erbaut von einem Kunstsammler, Mäzen, der wenn ich es recht erinnere, zwei, zweimal verheiratet waren, jedes Mal mit einer Luisa. So oder so ähnlich ist die Geschichte. Und äh, daraufhin hat er dieses Museum gebaut, das wirklich so ähm, mit Blick über den Öresund äh, in der Landschaft liegt und Skulpturen sind außen im Garten aufgebaut, man wandert so durch und... Ähm, als ich das erste Mal dort gewesen bin, war ich 20 Jahre alt und auf Interrail. Und es war so beeindruckend und auch das erste Mal eine Arbeit von Pippi Lotti Rist dort ausgestellt zu sehen, ähm, die mich sehr beeindruckt hat. Sip My Ocean heißt die. Und sie singt auch in diesem Video. Und es hat so diese End Ende der 90er Jahre Ästhetik, sehr farbenfroh und sehr girlyhaft. Ähm, und wir sind dort ewig sitzen geblieben, ich und eine Freundin. In Johnny und Jean äh, gibt es auch so eine Reise, in genau dieses Museum. Und ähm, da gibt es auch bestimmte Vorkommnisse, die erdichtet und erlogen sind oder eben literarisch verfasst. Und manches daran ist aus Erfahrung gebaut, aus der Erfahrung, das erste Mal für längere Zeit allein im Ausland gewesen zu sein. Ende der 90er war das... Vielleicht noch schwieriger, als es heute für junge Menschen ist, nehme ich mal an. Aber auch nicht so schwierig. Also wir konnten das schon leisten. Und wir haben uns eigentlich in jeder Stadt ein Museum angeschaut und viele dieser Erfahrungen sind in die Texte geflossen. Dann waren wir im nächsten Museum in Paris. Und dort war wieder dieselbe Arbeit von Pipilanti Rist ausgestellt und schon war das, was so das erste Mal so beeindruckend war, schon fast wieder eine Enttäuschung aus der Wiederholung. Ich glaube, dass diese Erfahrung viel mit Erwachsenwerden zu tun hat. Zum Sammeln und Inszenieren von Erinnerungen gehört. Lange Zeit ein Album. Darin wurden später auch getrocknete und gepresste Blumen eingelegt. Das Blumenmotiv vom letzten Mal wieder aufgreifend. Postkarten wurden hineingeklebt, Konfetti gestreut, englische Wörter, Dance zum Beispiel. Sprachbausteine kamen zur Anwendung, wo die Sehnsucht nach der weiten Welt noch größer war als der eigene Erfahrungshorizont. Geliebtes Forum Romanum steht da mit Filzstift geschrieben. Und das ist so wahr, wie es erlogen ist. Ich habe das Forum Romanum wirklich geliebt mit 16 Jahren oder mit 15 Jahren. Aber was wusste das 15-jährige Mädchen von der Liebe? Damals wäre meine Antwort anders ausgefallen. Alles wusste ich. Und heute sage ich, ich wusste nichts und bin noch immer nicht weiter als das. Begriffliche Assoziationen sind Haken im Erinnern, im Erfischen, im Erfinden, im Schreiben, um das Denken zu verankern. So wie ich hier stehe mit meinen Büchern, so ungeordnet geordnet ist mein Arbeiten. Die Bilder und Wörter treiben mich weiter eins ums andere, als könnte alles durch das Schreiben nicht verloren gehen. Es gibt ein Buch der New Yorker Illustratorin Mayra Kallmann. Es heißt Girls Standing on Lawns, erschienen 2014. Aus der Fotosammlung des Museum of Modern Art hat sie alte Bilder, private Fundstücke ausgewählt, die Mädchen zeigen, die auf dem Rasen posieren, meist vor Einfamilienhäusern, im eigenen Garten stehend oder turnend, sich drehend. Diese Fotos zeigen, unterschiedliche Mädchen und unterschiedliche junge Frauen vereint durch das Vergleichbare des Themas, des Bildausschnitts und der Körperhaltung. Auf diesen Fotos, das sind oft Schwarz-Weiß-Fotos ähm, aus den, ja, ich würde sagen, 50er Jahren, 60er Jahren, äh, da haben die jungen Frauen und Mädchen die Hände in die Hüften gestützt oder nach unten hängend, eng an den Körper gepresst, ein Stück Stoff des Kleides zwischen den Fingern haltend oder es hebend, den Kopf schiefgelegt, das Lächeln der Mädchen. Myra Kullmann hat diese Mädchen noch einmal zum Leben erweckt und gemalt. Die grellbunten Farben und ihr gespielt ungeschickter Pinselstrich unterstreichen den stillen Witz dieser vielen Bilder. Ein zweiter Buchtitel fällt mir dazu ein, Frauen auf Bäumen aus dem Jahr 2016 und der Nachfolgeband Mehr Frauen auf Bäumen. <laughs> Sie zeigen Schwarz-Weiß-Aufnahmen von Hobbyfotografen. Abgelichtet sitzt die Schwester, Freundin, Geliebte zwischen den Ästen und lächelt oder grinst breit in die Kamera. Die Euphorie des Hinaufgeklettertseins steht in ihren Augen wie ein Glanz. Ähm, es gibt jetzt zwei Begriffe, bei denen ich einhaken möchte. Das ist, eine ist die Körperhaltung und äh, da fällt mir Peter Handkes wunschloses Unglück ein, in dem es so stark immer wieder um die Haltung seiner Mutter als Beispiel einer Frau in ihrer Zeit beschrieben wird. Gleichzeitig wird dieses Beschreiben auch immer wieder angezweifelt. Wie sehr ist es denn dem Sohn und Autor erlaubt, sich anzunähern und wie sehr ist diese Annäherung ein Übergriff oder eine Projektion, ein Hineininterpretieren? Mit all dem muss ja Literatur immer umgehen oder geht Literatur immer um und das sind Nuancen und ich glaube, dass sich Handke in diesem Text Wunschloses Unglück um diese Nuancen bemüht, so gut es eben kann. Natürlich ist es ein bisschen unbestimmt, was da über jemand Bestimmten geschrieben steht. Aber nur die von meiner Mutter als einer möglicherweise einmaligen Hauptperson in einer vielleicht einzigartigen Geschichte ausdrücklich absehenden Verallgemeinerungen können jemanden außer mich selber betreffen. Die bloße Nacherzählung eines wechselnden Lebenslaufs mit plötzlichem Ende wäre nichts als eine Zumutung. Das Gefährliche bei diesen Abstraktionen und Formulierungen ist freilich, dass sie dazu neigen, sich selbstständig zu machen. Sie vergessen dann die Person, von der sie ausgegangen sind, eine Kettenreaktion von Wendungen und Sätzen wie Bilder im Traum, ein Literaturritual, in dem ein individuelles Leben nur noch als Anlass funktioniert. Diese zwei Gefahren, einmal das bloße Nacherzählen, dann das schmerzlose Verschwinden einer Person in poetischen Sätzen verlangsamen das Schreiben, weil ich fürchte, mit jedem Satz aus dem Gleichgewicht zu kommen. Das gilt ja für jede literarische Beschäftigung, besonders aber in diesem Fall, wo die Tatsachen so übermächtig sind, dass es kaum etwas zum Ausdenken gibt. Geschrieben ist dieser Text ja nach dem Suizid seiner Mutter und äh, ist ja einer der frühen Handgetexte, also das noch als Hinweis für diese übermächtigen Tatsachen, was gemeint sein könnte. Anfangs ging ich deswegen auch noch von den Tatsachen aus und suchte nach Formulierungen für sie. Dann merkte ich, dass ich mich auf der Suche nach Formulierungen schon von den Tatsachen entfernte. Nun ging ich von den bereits verfügbaren Formulierungen dem Gesellschafts dem gesamtgesellschaftlichen Sprachfundus ausstatt von den Tatsachen und sortierte dazu aus dem Leben meiner Mutter die Vorkommnisse, die in diesen Formeln schon vorgesehen waren. Denn nur in einer nicht gesuchten öffentlichen Sprache könnte es gelingen, unter all den nicht sagenden Lebensdaten, die nach einer Veröffentlichung schreienden herauszufinden. Ich vergleiche also den allgemeinen Formelvorrat für die Biografie eines Frauenlebens. Satzweise mit dem besonderen Leben meiner Mutter. Aus den Übereinstimmungen und Widersprüchigkeiten ergibt sich dann die eigentliche Schreibtätigkeit. Also das ist sozusagen dieser äh, Formelvorrat ist die Schwierigkeit und ist die Projektionsfläche. Und daraus ergeben sich vielleicht die Abweichungen. Zentral finde ich an dieser Stelle dieses, ich glaube, er hat das genannt, ja, er kommt aus dem Gleichgewicht. Das ist etwas, was später im Text noch, also in Bezug auf Turnen und Körperhaltung, bei mir eine Rolle spielen wird heute. Ja, und dann habe ich noch diese Formulierung verwendet bei diesen Malereien von Myra Kallmann. Sie, sie habe diese Mädchen auf den Fotografien durch das Malen noch einmal beinahe zum Leben erweckt. Und dieses, äh, dieser Zustand zwischen Stillstand, ähm, eingeschrieben sein in eine Fotografie, Tod, Starre und Lebendigkeit bis hin zu leben, ist eine, die mich schon sehr lang beschäftigt und immer wieder. Und auch da die Nuancen. Ähm, ich tue mir nicht leicht zu sagen, etwas sei zum Leben erweckt worden durch Kunst. Ich wünsche mir das und ich setze dahinter drei Punkte oder ein Fragezeichen. Es gibt einen kurzen Text über einen Puppenspieler und das ist ein sehr, sehr früher Text aus den 2000er Jahren. Der heißt Mutmaßungen über Puppen und führt dieses Philosophieren über die verschiedenen Zustände zwischen Starre und Lebendigkeit weiter. Mutmaßungen über Puppen. Äh, dieses Puppenthema ist auch ein, äh, ja, ein, 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 ein ein sagen wir ein Haken, mit dem ich hier mich in diesen Text hineinschlagen möchte. Als Exkurs beim Betrachten des Spiels von Roman Paschka, einem Puppentheatermacher aus New York. Das Gesicht der Puppe trägt ein entgeistertes Lächeln, das vieldeutig wird im Lichtwechsel zwischen Spiel und Schatten. Das Holz ihres Körpers ist hell und elfenbeinfarben lackiert. Sie scheint anwesend und ist doch engelsgleich. Die Figuren besitzen ein Drittel an Menschengröße, ein zweites Drittel machen sie wett durch die Höhe der Bühnenrampe, ein drittes durch das Möbelchen, auf dem sie thronen. Also die Figur würde mir vielleicht da bis zu den Knien gehen heute. Sie sitzt Ihnen im erhöhten Zuschauerraum, so sitzt Ihnen im erhöhten Zuschauerraum die Betrachterin auf Augenhöhe gegenüber. Ihr wird innerhalb dieser Konstellation von Puppe, Puppenspieler und Publikum das die anderen überragende Maß an Starrheit abverlangt, im Dunkel reglos ihrer selbst nicht mehr gewärtig. Der Puppenspieler arbeitet nicht wie beim Marionettenspiel mit einem Hilfsmittel der unsichtbaren Fäden, sondern führt die Figur in der Berührung von Haut und Holz direkt mit seinen Händen. Die Schnürchen, die die vermeintliche Illusion des Lebenden auf Zug halten, fehlen. Doch scheint es, während bis zu drei Menschen in schwarzer kleidung die bewegungen der figur lenken und hierbei zur sechshändigen unperson werden also lange da die figur eigenständigkeit wie leichtfüßigkeit ja menschennähe je lebendiger die puppe desto gehilfenhafter wirken die puppenführer ja mehr von den bewegungen der puppe geleitet denn umgekehrt vielleicht auch in der zeit walter benjamin gelesen den ich äh, ohnehin über die jahre sehr gerne lese und es gibt ja äh, auch eine Stelle in Tier werden, die ich auch erwähne, in der Benjamin so beschreibt, also die Kindheit um, aus seiner Kindheit um 1900, wie ein Junge auf äh, Schmetterlingsjagd ist und sich so sehr einfühlt in seine Beute, was ja schon das ambivalente an dieser Formulierung ist, dass er vermeint, selbst zu diesem flatterhaften Wesen zu werden und äh, es ist so eine Art Umkehr dieser, dieser Rollen aus der Sicht des Jungen. Ja. Und ähm, das sind so diese, diese Bewegungen, das sind auch Bewegung, Bewegungen des Blickes und auch ähm, der Sprecherposition. Engel und Puppe, dann ist endlich Schauspiel, schrieb Rilke in den vierten Duineser-Elegien. In der vierten Duineser Elegie: Die Puppe ist nicht wie der Mensch lebend, aber lebendig. Sie ist daher nicht wie lebendig, sondern wie lebend. Zwischen den Extremen von Leben und Tod sind Lebendigkeit und Starre graduell. Es sind, es sind Varianten. Ist die unbewegte, unbeliebte Puppe, unbelebte Puppen Tod innerhalb eines Puppenlebens? Also wenn sie vor uns liegt und nicht gespielt wird oder ist sie ein Gegenstand, ein Ding, nicht mehr noch nicht. Das Puppenspiel ist Dead Puppets. Das heißt Dead Puppet Theater von Roman Paschka. Seine tote Puppe birgt an der Stelle einer rhetorischen Tautologie tatsächlich in der Performance eine Vielzahl von Varianten zwischen Lebendigkeit und Tod, zwischen Persönlichkeit und Funktionalität. Es gibt Puppen und Puppenteile und zugleich Menschen und Menschenausschnitte, sichtbar als Mechanik aus Einzelteilen. Hände im Licht, Wangen, ein Hut. Plötzlich greift sich eine Puppe einen zweiten, in der Mitte durchtrennten Puppenkörper und spielt mit ihm, als wäre der verletzte Rest. Als wäre er der verletzte Rest, der von einer Liebe übrig geblieben ist. Später nimmt sie deren lose Beinchen in die Arme und hantiert damit wie mit einer Gerätschaft ein puppentotes Menschending. Erst hier bemerkt die Zuschauerin, wieder einer Illusion aufgesessen zu sein und sich ihm gegenüber das Lebende gewünscht zu haben. Sie ist, in dem sie spielt zu sein, ein kleiner Puppengott. Ja, in diesem Erzähltext, wieder zurück zu Myra Kallmann, ähm, war der letzte Satz über diese äh, Frauen auf Bäumen und mehr Frauen auf Bäumen, der hieß, die Euphorie des Hinaufgeklettertseins steht in ihren Augen wie ein Glanz. Wer nach oben klettert, kommt den Sternen näher. Die Schriftstellerin Irmgard Coyne, von der hier bereits die Rede gewesen ist, hat das ihrem kunstseidene Mädchen aus der Großstadt im Jahr 1932 mit folgenden Worten in den Mund gelegt. Vielleicht kennen Sie diese Sätze. Ich will so ein Glanz werden, der oben ist, mit weißem Auto und Badewasser, das nach Parfum riecht und alles wie Paris. Und die Leute achten mich hoch, weil ich ein Glanz bin. Ein Glanz werden, wenn man einmal erwachsen ist und berühmt, heißt hier vielleicht so etwas wie ein Star werden, ein Sternchen. Das Sternchen, also dieser Glanz in den aktuellen Modemagazinen heute, muss ja immer die junge Frau sein, nicht wahr? Ist das Sternchen näher als der Stern? Liegt dazwischen ein erreichbarer Weg? Der Glanz bei. Irmgard Coin beschäftigt mich sehr. Ich glaube, er ist diesem Glimmer verwandt vom Katzensilber, mit dem ich meinen Vortrag begonnen habe. Es ist der Glanz der Kunstseide, also des kunstseidenen Mädchens. Es ist ein imitierter Glanz, es ist nicht Naturseide, und es ist trotzdem ein Glanz, den man sich leisten kann und der massenhaft reproduzierbar ist. Und das ist das, was in dieser Zeit als Kunstseide und diese Nylonstrümpfe und so weiter aufkamen äh, eben erstrebenswert, weil auch erreichbar für dieses Sternchen und um ein Glanz zu werden. Äh, der Glanz ist auch etwas, was immer wieder im Sprechen über Frauen so eine äh, Fassil-Stilblüte ist, würde ich sagen. Ähm, es gibt ja den äh, immer wieder äh, vermuteten oder gesehenen, entdeckten Glanz in den Augen der schwangeren Frau. Das war jetzt auch wieder bei, bei Thomas Gottschalk in Wetten das, der Glanz zu sehen in den Augen der Helene Fischer. Es gibt aber offenbar auch, das, ähm <laughs> es gibt aber offenbar auch das, ich muss sagen, das habe ich wirklich mal gehört, den gebrochenen Glanz in den Augen der jungen Frau nach dem ersten Geschlechtsverkehr. Es gibt auch den erpresserischen Glanz in den Augen der sofort immer zu Tränen gerührten Frau. Ich zitiere Klischees, soll aber auch vorkommen. Es geht bei diesem Glanz um eine Künstlichkeit, die über der Natürlichkeit steht und die ja in anderen Fällen nachsteht. Also auch hier um so eine, Par eine Paradoxie. Und die lässt mich nachschlagen in den Mythen des Alltags, so altmodisch bin ich, ähm, bei Ronald Barth erschienen 1957. Und ganz interessant, er widmet sich da dem Plastik, äh, Wesensverwandt, der Kunstseide, den künstlichen Textilien. Oder, ähm, ja Und er beschreibt. Die, die, das Plastik, also das ist sowieso ein Eintrag in sein Lexikon, in dem er die Mythen des Alltags sammelt. Und er beschreibt das Plastik hier als Spektakel, Spektakulum. Und zwar, ähm, ich überspringe den Anfang und setze fort mit, da diese Bewegung hier nahezu unendlich ist und die ursprünglichen Kristalle in eine menge von immer überraschenderen objekten verwandelt ist das plastik im grunde ein spektakulum das entziffert werden muss das spektakulum seiner endergebnisse angesichts jeder endform in klammer koffer bürste autokarosserie spielzeug stoff röhre schlüssel oder folie stellt die materie sich dem geist unablässig als ein bilderrätsel dar das beruht darauf dass die Wandlungsfähigkeit des Plastiks total ist. Es kann ebenso gut Eimer wie Schmuckstücke bilden. Es ähm, ist natürlich auch eine Zeit, die noch ähm, vielleicht ähm, kulturoptimistischer ist diesen ähm, Kunststoffverbindungen gegenüber und ihrer massenhaften Verwendung. Die Mode des Plastiks zeugt von einer Entwicklung im Mythos der Imitationen. Bekanntlich sind Imitationen historisch gesehen ein bürgerlicher Brauch. Die ersten Bekleidungsimitationen stammen aus der Anfangszeit des Kapitalismus. Bisher hat die Imitation jedoch Prätensionen gehabt. Sie gehörte zu einer Welt des Scheinens, nicht des Gebrauchs. Die Imitation nimmt sich vor mit geringeren Kosten die edelsten Substanzen zu reproduzieren, den Edelstein, die Seide, die Feder, den Pelz, das Silber, den ganzen luxuriösen Glanz der Welt. Das Plastik verzichtet darauf, es ist eine Haushaltssubstanz, es ist die erste magische Materie, die zur Alltäglichkeit bereit ist. Doch ist sie das, weil diese Alltäglichkeit für sie gerade ein triumphierender Grund zum Existieren ist. Zum ersten Mal hat es das Artifizielle auf das Gewöhnliche und nicht auf das Seltene abgesehen und so weiter. Ähm, ich finde, diese, diese Mythen des Alltags lassen sich auch wie poetologische Texte lesen, wenn sie denn anwendbar sind auf die Primärtexte. Ich möchte insinuieren, dass das bei mir der Fall ist und lege den Bart jetzt weg. Das andere Schimmern, das mir einfällt, ist Beina Nabokov, dem Autor von Lolita Sternchen Sternchen Fortsetzung die berühmten Mädchenfiguren bei den berühmten Männern Lolita, die als Nymphette bezeichnet wird, Sassina mit Robert Alice im Wunderland von Lewis Carroll, Balthus, der Maler, die Mädchen und die Katzen, hier sind die Katzen wieder. All diese Mädchenfiguren weisen eine hohe Ambivalenz auf und werden immer wieder einer Prüfung unterzogen. Ich glaube auch gegenwärtig ganz stark. Wenn es um das Verhältnis von Autor und Figur geht, wie ebenso um die Tauglichkeit dieser Figuren als künstlerische Repräsentantinnen von Mädchen sein, so sie denn Repräsentantinnen sind das ist mit einem Fragezeichen versehen das Verhältnis von Kunst und Welt wird immer wieder neu befragt allein die Publikationsgeschichte das lässt sich nachlesen im Nachwort ich glaube es ist ein Nachwort von Dieter E Zimmer im Lolita Band übrigens sehr kundig und toll geschrieben dieses Nachwort Allein die Publikationsgeschichte eines Textes wie Lolita zeichnet die Schwierigkeiten, Missverständnisse, Tabus und Tabu, Tabubrüche nach, die sich bis heute, äh, die bis heute das spannungsgeladene Verhältnis prägen zwischen dem Text und seinen Leserinnen. Wenn Sie fragen, welche Haltung ich einnehme in diesen Diskussionen, Plädiere ich dafür, das Spannungsverhältnis nicht aufzulösen, also die Lektüre zu betreiben und dabei in Bewegung, also in Diskussion zu bleiben, äh, aus dem Gleichgewicht zu geraten, wie das bei Handke vorkam. Welche Haltung nehme ich ein? Es muss eine turnerische sein. Äh, ganz kurz aus Tier werden. Es wird plädiert für eine Literatur als Lüge, Spiel und Erfindung, zynisch, unmoralisch, anarchisch, utopisch, sich selbst ständig verwandelnd und neu formend. Ja, die Literatur selbst als ein grausames und gefügiges Tier. Die Auffassung von Literatur als Weltanschauung ist ihm dagegen ein Gräuel. Auch Wladimir Nabokov spricht in seinen Vorlesungen über westeuropäische Literatur über die Literatur als Lüge und Erfindung. Und das sei auch, was sie mit der Natur dieser Erzbetrügerin gemein habe. Die Literatur wurde nicht etwa an jenem Tag geboren, an dem ein Junge mit dem Schrei, ein Wolf, ein Wolf aus dem Neandertal gelaufen kam und er einen großen grauen Wolf auf den Fersen hatte. Geboren wurde die Literatur an jenem Tag, an dem ein Junge mit dem Schrei, ein Wolf, ein Wolf gelaufen kam und er keinen Wolf auf den Fersen hatte. Dass der arme kleine Kerl am Ende von einem echten Untier gefressen wurde, weil er zu oft log, tut nichts zur Sache. Wichtig ist Folgendes. Zwischen dem Wolf im hohen Gras und dem Wolf im Lügenmärchen gibt es ein schimmerndes Bindeglied, nennt das Nabokov. Dieses Bindeglied, dieses Prisma ist die Kunst der Literatur. Und ich ergänze, der Junge, der hier durchs Gras läuft, ist im Märchen von Rotkäppchen bekanntlich ein Mädchen, das am Ende auch wieder, der Macht des Wortes sei Dank, aus dem Bauch des Wolfes geschnitten wird. Das Tier aber, das durch die Literatur läuft und Kinder frisst, ist ein möglichst glaubhaft geschildertes, dessen Fell je nach Lichtstimmung mitunter künstlich schimmert wie das Plüschfell eines Teddybären oder sich sträubt wie das borstige Haar eines... Strobbelkopf, das ist eine Figur, die in diesem Buch öfter vorkommt. Ja, und auch in Das Glück ist eine Bohne gibt es einen Text, der ist betitelt mit Glitzer. Vielleicht überlasse ich Ihnen den zur eigenen Lektüre, um jetzt weiter fortzufahren. Äh, Glitzer auch beschrieben als Rest eines Festes oder als Überbleibsel, etwas, das anhaftet und nicht abgewaschen werden kann für, eine, für die Dauer von wenigen Tagen. Ähm, zur turnerischen Haltung ein Hinweis auf einen Text über Stromae. Ähm, es gibt ja. Und hier sind sie gesammelt, eine Auswahl an Texten, die immer wieder in der Literaturzeitschrift Volltext erscheinen. Und die, diese Reihe heißt pre streamt streamed Und es geht immer wieder darum, das Bewegtbild zu beschreiben und auch zu diesen Musikvideos und, und Videos auf Instagram und so weiter, ähm, literarische ähm, Worte zu finden und Beschreibungen dem Ganzen. Äh, irgendwie auf den Zahn zu fühlen, ohne es in einer rein oder ausschließlich popkulturellen Schreibe zu unternehmen, auch ohne es ähm, einzuordnen oder moralisch abzuwerten. Es ist ja auch sehr viel Trash, den ich schaue und aus dem ich Kunst geriere. Und ähm, mir ist es eben... Zu langweilig zu ähm, konstatieren, dass Germany's Next Top Model ähm, eine verächtliche, blöde Sendung ist. Ähm, ich frage mich, wieso ist sie so erfolgreich und was kann ich daran an Bild beschreiben und verstehen? Als, also, ich, ich habe manchmal den Eindruck, dass über das Beschreiben von Form sich etwas anderes über den Inhalt vermittelt. Und vielleicht ist das eine Form, eine andere Form von. Das muss gar nicht Kritik sein. Das ist etwas davor. Ich setze ganz stark auf Beschreibung statt Meinung. Oder die Meinung kommt nach der Beschreibung, nach dem Versuch, etwas zu erfassen. Das wäre zumindest der Anspruch. Und ein kurzer Ausschnitt aus diesem Stromae und aus diesem Turnen und beweglich werden. Ich wurde gefragt, worüber ich mich empöre. Und die Frage, was mich denn empörte, kann ich nur beantworten, indem ich beschreibe, wie ich mich nicht empöre. Und vielleicht lässt sich aus dem sich nicht empören hernach die Empörung filtern. Ich empöre mich nicht, weil ich mir die Empörung als Gegenbild zur Erstarrung denke. Die Empörung ist dann das, was plötzlich eintritt, hochkommt, sich aufbläst, aufdonnert, sich entlädt und dann wieder in die Erstarrung zurückfällt. Vielleicht ist die Empörung etwas epileptisches. Sie reagiert empfindlich auf das Stroboskoplicht der grell angeblitzten Ereignisse. Wenn ich an Erstarrung denke, fällt mir der belgische Musiker Stromae ein, wie er sich bei irgendeiner Awardsverleihung in einem winzigen Automobil über den roten Teppich hat fahren lassen, hinten angeschoben von einem Kind im gleichen Outfit wie die Wagentür geöffnet wird und er als fast erstarrte Puppe herausgehieft wird, getragen von zwei Securities, abgestellt vor den Fans, weitergetragen, wieder abgestellt, auf die Bühne getragen und dort weiter kaum zum Leben erweckt, performt das Kind, verkleidet als Tromae, seinen Song Playback tanzend. Stromae ist ein Meister der Performance, man muss sich ansehen, wie er tanzt, wenn er tanzt. Einen richtigen Feitstanz führt er auf und eine Janusköpfigkeit zeigt sich. Seine linke Gesichtshälfte ist beim Song »Tulemem« geschminkt wie die einer altmodischen Diva, dann dreht er sich abrupt und zeigt seine fast kahlrasierte rechte Schädelhälfte, wie er seine Rollen sekundenschnell wechselt. Das erhöbe einen gegebenenfalls aus der Erstarrung in den Händen der Security. Nicht der Wechsel, sondern die virtuose, feixende, kokette Wandelbarkeit ist Stromaes Kommentar zu Thulememem. Ihr seid doch alle dieselben in den gesellschaftlichen Debatten. Seine Elastizität zeigt sich auch darin, wie Stromae mit seinen Songtexten verfährt, wie er Wörter verbindet, verbiegt und verballhornt. Wie er erstarrte Phrasen ausstellt und sie durch deren bloße, scheinbar affirmative Wiederholung dem Spott aussetzt. Verballhornung, Wiederholung. Das ist auch eine Art von Empörung, aber eine, die sich nicht als Gestus zeigt, sondern in ihren Gesten. Alors, rendance, lernen von Stromae. Diese Empörung also doch soll ein Feitstanz sein. Immer im Drehen, hinter meiner Vorder, meiner links, rechts, gilt es. Ja, ich habe hier den Stromae eigentlich muss man sagen missbraucht, um meiner eigenen <laughs> Poetologie und vielleicht auch dem, wie ich denke, ähm, das Schreiben und gesellschaftliches ähm, Stellung gesellschaftliche Stellungnahme, wie das in welchem Verhältnis das stehen kann oder mit welcher Skepsis das auch ausgestattet sein könnte? Wollen wir sprechen über das Mädchen in der Erstarrung, das beliebte Motiv des bedrohten Mädchens? Es agiert nicht wie Alice oder wie Sassy, die, die die agierende sind. Dann denken wir auch an die unzähligen Variationen des Motivs der Tod und das Mädchen im berühmten Schubert-Lied, einen Text von Matthias Claudius vertont habend, heißt es: Das Mädchen sagt: Vorüber, ach vorüber, geh wilder Knochenmann, ich bin noch jung, geh lieber. Und rühre mich nicht an. Der Tod antwortet, gib deine Hand, du schön und zart gebild, bin Freund und komme nicht zu Strafen. Sei guten Muts, ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen. Ähm, das ist vielleicht auch so ein Motiv, das sich wiederholt in Mädchenbildern und Mädchenklischees. Äh, dieses Rühre mich nicht an. Und diese, ich glaube, ich habe das letztens erwähnt, auch im Seminar auf jeden Fall, Bachtin, der mich sehr interessiert mit seiner Beschreibung von Kontrast und Gegensatzpaaren. Und hier ist es der Tod und das Mädchen, so ein häufiges Motiv auch in der Kunstgeschichte. Das schlafende Mädchen, das Mädchen mit den großen Augen, das blasse Mädchen, das verletzte Mädchen. Wir finden es so in den Bildern des österreichischen Malers Gottfried Hellenwein. Diese Bilder sind ein wenig zu Pop-Ikonen geworden. Entschuldigung, ich muss mich doch positionieren. In meinen Augen sind sie ein unerträglicher Kitsch, dessen Spiel mit Ambivalenz, so es denn eins sei, mir nachgerade abgeschmackt oder zu erscheint. Dem vielleicht entgegengesetzt gibt es gerade in den letzten Jahren so viele auch Musikvideos, in denen starre Mädchen, das ist wirklich die Dramaturgie, und erstarrte junge Frauen zu tanzen beginnen, wie die Zombies aus dem Musikvideo Thriller. Sie behalten ihr Kleid dabei an, ihre Frisur sitzt, die Perlenkette liegt glatt auf der Haut und doch brechen sie aus wie die Irren. Ähm, Leslie Feist ist. Jemand, die, von der gibt es einige solche Videos oder die Tänzerin und Choreografin Margaret Qualley. Vielleicht wollen Sie das sich mal anschauen zu Hause auf YouTube. Noch einmal Myra Kalmans Mädchen, die auf Rasen stehen, durchblätternd denke ich an Situationen, die eine ganz ähnliche Körperhaltung, dieses Posieren mit angelegten Armen mit sich brachten. Das Gedichte aufsagen in der Grundschule. Die Fähigkeit des sinnerfassenden Lesens, des Memorierens und des Sprechens vor einer Gruppe hatte mir als Kind die Rolle der Geschichtenerzählerin eingebrockt. Nicht mehr als Maria im Krippenspiel, sondern als der allwissende Hirte, der über die Mauer schaut und dem Publikum berichtet, was sich angeblich zugetragen hat. Ein anderes Mal war es meine Aufgabe gewesen, auf dem Marktplatz vor laufenden Fernsehkameras ein Gedicht aufzusagen, umringt von den anderen Kindern unserer Schule. Ich trug das Haar gewellt und zu zwei seitlichen Rossschwänzen gebunden, wie wir das damals nannten. Dazu passte der geschnittene Pony. Pferdemotiv. Ich trug ein Kleid, Kleid Klammer, geschenkt, Klammerzu, in der Farbe Altrosa. Oder war in ein Kleid in der Farbe Altrosa gesteckt worden und sprach die Botschaft der Kinder an die Welt in den gereimten Worten eines Erwachsenen. Bänder, Kleider, Zöpfe, abgewetzte Lackschuhe. Am ehesten sah ich so wohl einem dieser Mädchen ähnlich aus den Bildern des schwedischen Zeichners der Jahrhundertwende, Karl Larsson, Aussprache Carl Show. Die Zöpfe wären so ein eigenes Thema. Ich denke da an die heroischen Mädchenfiguren, auch der jüngsten Zeit, Greta Thunberg mit ihren Zöpfen. Und ich denke auch an dieses Mädchen, das durchgesetzt hat, ich glaube, sie ist Niederländerin, allein die Welt zu umsegeln. Solche Figuren fallen mir auch ein. Vielleicht ein Update für diese Seas und Alices, auch wenn sie nicht literarische Figuren sind. Eine Hand hatte ich erhoben, um das Gesagte gestisch zu illustrieren, die andere Hand hatte ich fest in die Schürze gekrallt und das ganze Gedicht lang krampfend nicht mehr losgelassen. Das ist kein schöner Anblick, denke ich mir, wenn ich mir das Foto davon heute ansehe. Und auch auf das Sprechen vor einer Gruppe gemünzt, so wie ich es heute hier unternehme. Aus der Nähe des Sprechens der einen und des Zuhörens der anderen entsteht eine Intimität, die gleichzeitig Distanz wahrt oder zu wahren versucht. Ich habe in der ersten Vorlesung gesprochen über dieses Winken, also vielleicht ein Bild für die Arbeit der Schreibenden. Es ist so eine Kontaktaufnahme aus der Distanz, so ein Freund, eine Aufnahme, oder nicht. Immer. Es ist eine Ambivalenz aus Nähe und Distanz. Das ergibt so etwas wie ein Kippbild aus Nähe und Distanz, das meines Erachtens sehr viel mit dem künstlerischen Arbeiten selbst zu tun hat. Aus diesem Widerstreit entstehen die Dinge. An ihm lässt es sich aber auch verzweifeln. Es geht uns da vielleicht wie dem Knaben aus, den Heiden, aus dem Heidenröslein, aus dem ersten Vortrag letzte Woche. Schnell laufen und gleichzeitig nahe sehen, das geht doch beides auf einmal nicht. Ähm, ich werde die Texte über Sport jetzt nicht vortragen. Das sind jetzt Hinweise von meiner Seite. Es wäre sozusagen jetzt ein Ausblick auch von diesem Text ausgehend auf diese andere Seite der Körperkontrolle, auf das Turnen, auf die Turngeräte, die Bänder, die Bälle, das Ballett und auch die Selbstverteidigungskurse für Mädchen. Und äh, den Mädchensport und Frauensport. Da gibt es auch in das Glück ist eine Bohne einen Text, der heißt Norden, Süden, Pole. Äh, mir ist auch untergekommen im Arbeiten die Playlist auf Spotify, die heißt Workout for Girls. <laughs> da gibt es natürlich zahlreiche Playlists. Und ähm, ich glaube, das schließt dieses dieses Körperthema oder Körperhaltungs- und Turnthema ein wenig ab. Das sind auch von mir alles äh, Schreibaufträge an mich selbst oder vielleicht sind es Denkaufträge an uns alle. Ähm, so ein, ein Hinweis auf dieses Buch von Iris Marion Young: Werfen wir ein Mädchen, eine sehr überweibliches Körperbewusstsein. Ähm, ich darf da kurz zitieren. Also, die, das ist erschienen 1990. Und die Iris Marion Young beschreibt das so in einem Essay äh, die Körperhaltung bei Männern und Frauen. Also, sie fokussiert auf die Unterschiede und ihr Bestreben ist es, diese Unterschiede ähm, ja manchmal als überzeichnet darzustellen oder so ihre gesellschaftliche Wiederholung aufzuzeigen, ohne dass sie denkt, dass das jeweils zutrifft oder dass es nicht in Veränderung begriffen wäre. Selbst bei den einfachen Körperorientierungen von Männern und Frauen, wie etwas Sitzen, Stehen und Gehen, lässt sich ein typischer Unterschied im Körperstil und in der Reichweite feststellen. Im Allgemeinen haben Frauen eine weniger offene Körperhaltung als Männer in Gang und Schritt. Meistens ist es der Schritt, den Männer machen. Im Verhältnis zum männlichen Körper als ganzem länger als der weibliche Schritt im Verhältnis zum weiblichen Körper. Ja, ähm, das ist eigentlich auch fast komisch, das zu lesen ähm, und vielleicht zu finden, wo, wo Dinge zutreffen und wo nicht. Oder Beobachtungen, wo sie sich verändern. Und äh, eine Doku, die sich auch damit befasst, mit so Performance von... Vielleicht auch dem Auflösen von diesen Zuschreibungen ist Man for a Day von Diane Thor. Die fand ich ganz interessant. Da machen auch junge Frauen seinen Kurs bei ihr. Und es geht um dieses Sich-Bewegen im Raum. Das ist so am Rande erwähnt. Als der kleine Junge nämlich einmal Spitz gekriegt hatte, dass ich regelmäßig in Zeitungen veröffentlichen würde, hat er mir die Erlaubnis erteilt, ihn einmal in meine Texte einzubauen. Ich hatte ihn selbst nicht danach gefragt oder darum gebeten. Unsere Beziehung besteht wahrscheinlich auf einer Art von einander gewähren lassen, bei gleichzeitigem Nicht-Übertreten einer Grenze, die in etwa durch das zentrale Spielzimmer verläuft. Dürfte er sämtliche Regeln in diesem Haus bestimmen, wäre diese Grenze für mich an 360 Tagen im Jahr wohl vor der Haustür zu ziehen. Nun habe ich mich aber bereits vorgewagt. Und da eigentlich alle Zimmer hier seine Zimmer sind, territorial markiert durch Spielsachen und Spielsachenattrappen, hinter denen sich Waffenattrappen verbergen, war es ja auch längst an der Zeit gewesen, mich, den Eindringling, dingfest zu machen. Das. Ähm, ist das, was auch in der ersten Vorlesung passiert ist? Könnte ich mich nicht ohnehin selbst losbinden, ein Leichtes? Er könnte bald ungestört von seinen Tellerchen essen und aus seinen Becherchen trinken. Das Essverhalten steht bei Mädchen vielleicht noch immer stärker unter Beobachtung und Selbstbeobachtung, angefangen von den Tischmanieren, über die Wahl der Nahrungsmittel und die aufzunehmende Menge bzw. einhaltende Diät. Es geht ja hier auch um Literatur, oder es geht hier vornehmlich um Literatur, und deswegen habe ich das Teenager-Buch mitgebracht von Anita Perrer, erschienen wohl in den 60ern. Es ist ja ohne Jahr, und auch hier gibt es Ratgeber für Ratgebertexte für Mädchen. Auch die können unsere Texte für Auseinandersetzung mit dieser Thematik sein. Wer ja, von Ihnen hat nicht schon eine Filmschauspielerin um die selbstverständliche Ungezwungenheit beneidet, mit der sie sich im Laufbild bewegt oder bewundernd einer schönen Frau nachgeschaut, die die Straße überquert? Was würden Sie darum geben, solches Haar zu besitzen, so elegant und so ungezwungen sein zu können? Worin mag wohl das Geheimnis solchen erfolgreichen Auftretens liegen? Wo muss ich anfangen, fragt sich eine jede von Ihnen. Und wie muss ich mich benehmen? um das zu erreichen sie können mir wirklich glauben es ist gar nicht so furchtbar schwierig sicheres auftreten beruht auf verschiedenen voraussetzungen die man sich selber schaffen kann man muss auf körperhaltung und gang achten und man muss wissen was für kleider man tragen kann und so weiter und hier gibt es unterschiedliche mädchentypen die phlegmatische die stets eilige die mondäne die burschikose und die kindliche <laughs> ähm. Ein Ausblick über Maske, den erwähne ich auch. Und zwar diese Auseinandersetzung mit den Bildern auch im Internet und auch den Frauenbildern im Internet ist vielleicht etwas, was ich mir vornehme noch für die dritte Vorlesung, weil dieses Bildmaterial für mich Ausgangspunkt ist für das Schreiben und für die Auseinandersetzung mit dem, was uns auch umgibt heute. Nicht nur das Gesammelte, ähm, es, es, ja, es ist, ist ja heute auch das Wort Nostalgie ähm, gefallen und auch dieser Verweis auf die Texte, der, also zum Beispiel Anfang des 20. Jahrhunderts, die mich gerade sehr beschäftigen, wie diese Irmgard-Coin Texte, sondern auch dieses Gebaren äh, in dieser... Die uns so stark umgibt. Und immer wieder geht es da auch um das, sich den Blicken aussetzen und den Blicken zur Verfügung zu stellen, besonders als Frau, als junge Frau. Es geht aber auch darum, die Blicke nicht zu provozieren, also dieses Orpheus und Euridike-Motiv: Euridike ist tot. Orpheus kann sie aus der Unterwelt zurückholen und das heißt, ja, dreh dich nicht um, blicke sie nicht an, dann kannst du sie wieder zum Leben, ins Leben zurückholen und er dreht sich um. Und wieso gibt es eigentlich dieses Umdrehen, ähm, das alles aufs Spiel setzt? Und dieser Blick in literarischen Texten ist auch mir ganz wichtig, dieser ambivalente, schillernde, seltsame, verstörende, komische, unangenehme, angenehme Blick und dieses Blicken in Bezug auf diese Mädchenfigur. Ähm, Abschließend noch ein Hinweis auf auch einen sehr interessanten Künstler, einen sogenannten Outsider-Artist oder Folk-Artist aus ähm, den USA, Henry Darger, der mich auch schon lange beschäftigt. Der war so ein ja, jemand, der sein ganzes Leben lang gezeichnet hat und niemand wusste, dass er zeichnet und es wurde erst später nach seinem Tod entdeckt und es ergab eine riesige Serie an Texten und an Bildmaterial und dieses Bildmaterial ist immer durchgepaust, so diese Mädchen und Kinderfiguren. Also er baut sich aus Versatzstücken eine eigene Welt zusammen. Das ist alles vorgefundenes Material, das er dann durch seine Aquarellfarbe Zusammenfügt und es geht in diesen, zum Beispiel ein, einen Zyklus: gibt es ja erste Vivian Girls, da sind diese Mädchen bedroht von menschlichen Peinigern, übernatürlichen Dämonen, verheerenden Stürmen. In ruhigen Momenten weilen sie in paradiesischen Landschaften. Ähm, um, um diese Schwierigkeit im Umgang mit diesen Bildern, vielleicht oder das, was einem da auch zu nahe kommt, oder, oder vielleicht auch etwas Ungustiöses andeutet. Ich setze jetzt drei Punkte. Das ist so schwierig äh, darüber zu sprechen, dass man sich sehr leicht damit behilft, zu sagen, ähm, der hatte eine schwierige Kindheit, er ist im Heim aufgewachsen und wurde missbraucht. Und daraus entsteht diese Kunst. Äh, für mich ist diese Kunst, hat ein unglaubliches Schillern, diese Bilder. Und ich nehme sie mit der angemessenen Distanz und mit einer Liebe zu den Formen wahr. Und deswegen begeistert mich dieser Henry Darger so. Es gibt ein langes prosagedicht von John Ashbery aus dem Jahr 1999 auf diese Bilder. Das heißt, Girls on the Run. A great plane flew across the sun, and the girls ran along the ground. The sun shone on Mr. mcplaster's face. It was green like an elephant's. Let get out here, Judy said. Das ist so dieser Anfang bei John Ashbery. Ein großes Flugzeug flog. Quasi die, da, über die Sonne, verdunkelte die Sonne und die Mädchen äh, liefen äh, auf dem, ja, die, die Landschaft äh, entlang oder über die Landschaft. Die Sonne schien auf das Gesicht von einem Mr. McPlaster. Es war grün wie das eines Elefanten. Lass uns hier rauskommen, sagte Judy, oder lass uns hier entkommen. Und diesen Vortrag für heute beenden und so ein bisschen in Bewegung und ins Turnen kommen. Vielen Dank.